Moin zusammen, Fennec hier. In dem Video, wo ich gezeigt habe, wie man den Griok-König ganz einfach besiegen kann, habt ihr auch gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie man überhaupt zum Griok-König hinkommt. Das mache ich natürlich gerne, fangen wir also an. Wir starten dafür hier am Turm in den Labella-Sümpfen. Das befindet sich in Ost-Nekluda. Hier auch nochmal dichter dran zu sehen. Und ganz dicht dran. Falls ihr nicht wisst, wo sich der Griok-König befindet, dafür müssen wir hier in den Luftraum von Nekluda. Und da ist er dann ganz im Südosten, hier auf so einer kleinen Insel. Und zwar hier. Und da fliegen wir jetzt auch gemeinsam hin. Also wir starten hier am Turm in den Labella-Sümpfen und fliegen da erstmal mit hoch. Ich habe das Ganze hier auch mal ein bisschen beschleunigt, weil das sind immer lange gerade Wege oder Flüge, dass wir das ein bisschen schneller machen. Ich habe hier eben auf die Karte geguckt, wir müssen ja in den Südosten, also fliegen wir, wenn wir oben den Turm in den Gleiter gehen können, fliegen wir Richtung Südosten auf die kleine Insel hier erstmal. Da befindet sich dann so ein Sprungpad, das aktivieren wir dann, wenn wir da drauf sind. Gehen hier auf die andere kleine Insel, springen dann rüber oder fliegen rüber auf das kleine T, wie ihr hier seht, und ziehen erstmal mit der Ultrahand den Block hier zu uns hin. Da sind zwei Sprungfelder drauf, die aktivieren wir auch dann, wenn wir da drauf sind, und fliegen jetzt zu der größeren Insel, wo sich auch ein Schrein befindet und auch ein Kapselspender. Und hier angekommen müssen wir dann erstmal ein Hoverbike zusammenbauen. Ganz am Ende des Videos zeige ich euch auch noch, wie ihr das gut zusammenbauen könnt. Ich denke, das wissen auch schon viele, wie das ungefähr geht. Nur da wurde auch mal nachgefragt, ob ich das nochmal zeigen kann. Darum habe ich das hier in dieses Video mit reingebaut. Also ganz am Ende zeige ich euch das dann nochmal. Das Hoverbike nehmen wir jetzt und fliegen weiter Richtung Südosten. Zu der kleinen Insel, wo sich der Griok-König drauf befindet. Wir brauchen dafür sehr viel Batterie. Also wenn ihr nicht genügend Batterien oder die großen Energiesphären habt, dann werdet ihr das da nicht hin schaffen. Also habt genügend Batterien oder genügend Energiesphären. Da geht es hier einfach geradeaus. Da hinten sehen wir auch schon die kleine Insel. Und da wird dann gleich der Griok-König längs fliegen. Da ist er auch schon. Aber gut, so kommt ihr zum Griok-König oder zu der Insel vom Griok-König. Jetzt am Anschluss seht ihr, wie gesagt, noch, wie man einen Hoverbike zusammenbaut. Habt schon mal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. So, jetzt zum Abschluss nochmal, wie baut man einen Hoverbike zusammen? Wir benutzen dafür einen Pfosten, zwei Ventilatoren und dann ein Lenkelement. Ich denke, die meisten von euch wissen das auch schon. Ich will das jetzt nur nochmal zeigen, dass das Video auch komplett ist. Wir nehmen jetzt das Lenkelement, also den Pfosten haben wir im Boden platziert. Wir nehmen das Lenkelement, ich platziere das immer auf Kopf da dann rauf. Also Lenkelement einmal andersrum. Dann nehmen wir den Ventilator, drehen den auch einmal um, dass halt der Wind sozusagen nach oben hier gehen würde. Drehen den einmal um 45 Grad. Jetzt müssen wir uns ein bisschen in die gleiche Achse stellen, wie das Lenkelement uns anschaut. Da bappen wir jetzt den Ventilator dran. Das schaut schon halbwegs okay aus. Jetzt nehmen wir den anderen Ventilator, gehen auf die andere Seite, drehen den auch um 45 Grad und packen den da hinten hin. Schaut jetzt nicht ganz gerade aus, aber es sollte funktionieren. Das schaut schon gut aus. So. Dann können wir darauf gehen und damit einfach losdüsen. Man muss halt darauf achten, dass man in der gleichen Linie steht, wie das Lenkelement auch platziert ist. Also im Prinzip, upsala. Das Lenkelement. Und da, wo der Stab ist, von da aus gehen wir hier geradeaus. Da müssen wir die eine Seite platzieren und die andere Seite dann halt in der gleichen Linie. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das geht an sich gut mit dem Pfosten. Ich finde es auch schwierig. Leute, macht euch da keinen Kopf. Guti, das war's auch mit dem Video.
Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. An dieser Stelle geht jetzt noch ein großer Dank an meine Kanalmitglieder Max Rose, Punisher, Manuel Thompson, Yuma und Ladylike raus. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Habt alle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!